Okay. Ah ja, genau. Genau. Das wird jetzt hier ein Bonuspart, ne? Okay, jetzt aber der Abspann war wirklich schick. Entschuldigung, dass ich den ganzen Zeit überquatscht habe. Wir können jetzt übrigens nochmal ihren Stift klauen. Wobei ich mich jetzt gerade frage, wozu. Und wir können nochmal jetzt richtig schnuckel an seinen Computer. Und die Nachrichten werde ich eben durchlesen. Zugriff gefährdet. Willkommen. Wie die. Wie das? Eingang wie das. Okay. Die gelöschten. Vom 8. Wir lesen natürlich jetzt. Hier haben wir 3. September. 3. September und 6. Haben wir hier auch noch was vom 3. Ja, 3. Dezember 1344. 2 Uhr? Boah, ey. Ja, aber zuerst lesen wir die Löschen durch. Verwaltung, vertrauliche Informationen. Allgemeine Erinnerung, alle Angestellten von Absergo Industries dürfen nicht über die Firmenprodukte und bla bla bla. Okay, ist Bullshit. Ist Bullshit. Brauchen wir nicht. Unbekannter Absender, ich weiß. Ich weiß, was ihr tut. Ich weiß, was ihr getan habt. Ich habe ihn gesehen. Er hat eine Metallkugel. Sie ist aufgegangen. Alle wurden wahnsinnig. Schießen, stechen, haben sich in Stücke gerissen. Ich weiß, dass ihr es wart. Ich habe das Logo gesehen, den Namen gehört. Ich werde es erzählen. Jeden, wer mir zuhört. Ihr werdet entdeckt. Sie werden die Wahrheit kennen. Dann werdet ihr bezahlen, ihr verrückten Bastarde. Ihr werdet bezahlen. Okay. Ja. Gut, dass mich das nicht betrifft. Okay, dann haben wir noch von Lucy Stillman Konferenzzimmertür. Nein, wie lautet der? 01 10281943. Schreibe ich mir auf. Verdammt, ich brauche einen Stift und ein Blatt. So, klick, Lampe an, damit ich ein bisschen was in meinem dunklen, geheimnisvollen Zimmer sehen kann. Papiere, die beschriftet sind, die für meine Let's Plays gedacht sind, damit ich da nicht durcheinander komme. Rendert, Upload, technisch, so viel wie ich nebenher mache. Okay, wie lautet die Nummer? 10 28 19 43. Gut, habe ich. Nein, wie lautet der? 7. September, 7. September, 9 Uhr. Ah ja, cool. Muss ich also von unten anfangen. Konferenzzimmertür. Funktioniert nicht, weil ich Remote Access. Weil? Funktioniert nicht. Vielleicht ist der Remote Access abgestürzt oder so. Können Sie schauen, was los ist? Ich habe keine Zeit für diesen Mist. Hallo Warren. Also Warren. Nee, keine Ahnung. Der Passcode wurde gestern Nacht geändert. Das passiert einmal die Woche. Haben Sie den neuen? Nein, wie lautet der? Und da haben wir ihn. Den neuen Code. Gut. Gut zu wissen. Und Subjekt 16. Okay. Berichte, blablabla. Okay, ich glaube, das sind wir. Okay, was hat er denn geschrieben, der gute Freund? Ihr Stift. Waren heute. Haben heute wieder in der SSK-Stift auf dem Parkplatz gefunden. Sie müssen den wirklich in der Hosentasche aufbewahren, nicht außen an der Kleidung tragen. Kümmern Sie sich besser um Ihre Sachen, Warren. Stellen Sie sich vor, die Sicherheitsleute hätten ihn gefunden. Dann hätten die mindestens einen Tag gebraucht, um alle Zugangscodes neu zu programmieren. Lucy. Toll, legen Sie ihn auf meinem Schreibtisch. Kümmern Sie sich weniger um meine Sachen und mehr darum, dass der Animus uns zum Laufen bringen. Danke. Okay. Sie sagten eben etwas vom Enten wie Leila. Was meinen Sie damit, Lucy? Nichts zurück an die Arbeit. Okay, wir haben eine Deadline einzuhalten. Das haben wir schon an Ihrem Rechner gelesen. Abstergo New Wire Service. Tagschlagzeilen. Abstergo. Fallakte. Leila Marino. Falscher Alarm. Passwort. September. Alan Wiki. Betreff RE Passwort. Ich rufe den Sicherheitsdienst für Sie an. Prüfen Sie ein paar Minuten Ihre E-Mails.
Ist das auch wieder das neue Passwort? Ich schreibe mir die Zahlen auch mal auf. 0, 0, 0, 6, 2, 6, 7, 7. Entschuldigung für das unprofessionelle Aufschreiben mit Stift. So voll analog, ne? Uralt. Okay, verlassen. So, ich habe jetzt zwei Codes und wir haben hier zwei Türen. Ich probiere jetzt einfach mal aus. Ich probiere jetzt einfach mal aus, ob ich hier vielleicht durch die Türen komme. Moment, ich könnte wieder interagieren. Willkommen, Lucy! Ja, gut. Okay, was hat sie denn gelöscht? Fragezeichen? Ich scroll einfach mal runter. Wow, also der gibt's viel Kontakt. Gut. Brauche Info zum Dia-Vorfall. Mindestens 20 starben bei Unfall. Nehme an, dass dies der Standort ist. Wenn nicht, dann sicher Aufbau. Sollte versuchen zu infiltrieren. Was ist das Ziel des Starts? Wann? Was ist das Ziel des Starts? Sender in niedriger Erdumlaufbahn für Artefakt. Ausweitung der Experimente zur Koordinierung Reaktionen vor 5 Jahren. Falls erfolgreich, kontrollieren sie alles. Was bedeutet alles? Unsere Gedanken. Was ist mit Desmond? Yay! Sie benutzen ihn um ein weiteres Artefakt zu lokalisieren. Ich habe sie aufgehalten, aber sie sind jetzt nah dran. Weiß er von uns? Nein. Gut, das soll erst einmal so bleiben. Könnt ihr Hilfe schicken? Du fragst dich, warum dich alle auslachen? Rate einmal. Wahrscheinlich besorgt es ihr ein anderer, größer und besser als du. Wie kannst du hoffen, da mitzuhalten? Sei dir sicher, es gibt Mittel und Wege. Klick einfach auf den Link. Welchen Link? Ich habe hier keinen Link. Mensch. Okay. Was hat sie denn geschrieben? Ja, die Konferenzzimmer und die Akte und Eingang. Ja, nee, gut. Also ist egal. Hier haben wir eigentlich nur den ganzen Kack, den wir auch bereits vorhin gelesen haben. Kann ich irgendwas jetzt an der Tür machen? Vor allem, da ich jetzt irgendwie so zwei Codes habe. Jo! Alter, okay, das ist für mich auch komplettes Neuland. Ich habe früher nie den Computer praktisch gelesen. Na gut, ich habe den schon mal gelesen und das, was da drin steht, ist wirklich unten abzugesehen hier von den Codes. Okay, aber weiter komme ich nicht. Ich komme hier rein. Aber das war's auch. Und hier habe ich noch einen Computer. Mit dem ich interagieren kann. Ich sollte aufhören, mit E zu interagieren. Gut. Projektleitung 9. Hier gibt es nur eine Nachricht. Alan Wicken, Analyse. Okay. Ne, also es ist mir jetzt definitiv zu viel. Aber nett. Wirklich nett. Wie weit man hier noch in die Geschichten reinkommt. Aber durch die Tür können wir nicht. Ja, den Spoiler kann ich mir erlauben, da der schon kein Spoiler mehr ist. Da kommt man, soweit ich weiß, in Assassin's Creed 2 durch. Oder war das die Tür? Ich habe keinen Plan. Ich muss mir die Aufnahme wieder angucken. Kann ich mit der Tür jetzt hintererkennen? Ich habe zwei Codes gekriegt. Ich habe zwei Codes gekriegt, Herr Gott, und ich komme jetzt nur durch eine Tür? Bäh. Bäh. Oh Mann, ey, ist das scheiße. Aber hier in meinem Zimmer kann ich jetzt nichts mehr machen, oder? Nee. Sieht erstmal nicht danach aus. Hört sich an, als ob hier irgendwas läuft. So wassertechnisch. Okay,
wieder auf jeden Fall die Dusche, ist hier klinisch rein. Ach, über mir sind das hier die Rohre, die so machen. Okay. Hier haben wir ja mein Zimmer, hier geht ja auch nichts. Und hier haben wir den Server. Aber okay, wir kommen da vorne durch die Tür, aber da kommen wir auch nur an den Computer ran, um da die Produktleitung zu lesen. Die ich definitiv nicht vorlesen werde. Da müsst ihr euch jetzt irgendwie anders Mittel und Wege suchen, aber ich glaube nicht, dass das jetzt so groß angesagt ist. Okay. Und damit muss ich sagen, das war's mit Assassin's Creed. Wir können uns übrigens nochmal hinlegen und dann in die Welt eintreten, nochmal die einzelnen Erinnerungen. Und dementsprechend hier auch nochmal versuchen, wirklich alles so komplett vollständig hinzukriegen. Um dann hier reinzukommen. Dafür müssen wir allerdings hier Assassinenflaggen sammeln. Und das ist echt so nicht mein Ding. Hier haben wir den Amorlim im Paradies, Jerusalem, Aktion und Damaskus, Jerusalem. Also hier haben wir dann die komplette Freiheit, nochmal alles zu machen. Aber okay, das war's mit Assassin's Creed. Ich sag dann jetzt mal, wir sehen uns dann beim nächsten Projekt, hoffe ich mal. Neben Skyrim habe ich ja immer ein zweites noch am Laufen. Ich habe sogar schon zwei Spiele rausgesucht, die ich machen kann. Also wird definitiv keine Pause geben. Also ich sag dann hier, ciao, ciao und man sieht sich. Euer Feldo.